Namaste, Namaste, herzlich willkommen. Liebe Freunde beim KIMI Report auf YouTube, 1. Oktober 2024. Ja, wir haben rege Post und Kommentare bekommen betreffend unserer Sendung über die elektronische Patientenakte und über die Kassenprämienerhöhungen. In der Schweiz zwischen 1,5 und 10,5%, das ist mir klar, das sind immer gemittelte Werte, je nach Versicherungsmodell, Franchise und so weiter, kann das deutlich weniger, aber vor allem auch deutlich mehr sein. Und eben, ich frage mich schon, wer ist jetzt der Sündenbock? Wo geht das hin und wie machen das gewisse Mittelstandsfamilien? Gerade jetzt auch im Tessin, wo die Löhne ja jetzt nicht so hoch sind wie vielleicht an der Goldküste. Und da fragt man sich schon, sind wir eigentlich langsam schon in einer versteckten globalistischen Weltordnung? Oder was ist noch die Funktion des Nationalstaates? Ist es nicht auch die Funktion, für seine Bürger zu schauen, vor allem die, die schon ein bisschen länger hier sind, die die Steuern bezahlen, die vielleicht hier geboren sind, die teilweise generational gewachsene tiefe Wurzeln haben? Oder ist es einfach die Aufgabe eines nicht mehr existierenden Nationalstaates oder nur noch auf dem Papier existierenden Nationalstaates mit Pseudodemokratie einfach allen irgendwie zu helfen, am liebsten denen, die noch nicht so lange hier sind und am liebsten auch noch irgendwo anders, als wenn sie hier noch nicht so lange sind. Weil natürlich gibt es Krankenkassenprämien, Subventionen, aber ich weiß es nicht, wenn man schaut, die Ausgaben auch der Schweiz, dann müsste man doch mal die Generosität haben, zu sagen, dieses Jahr fängt der Staat diese Teuerungsrunde auf. Zum Beispiel mal, oder? Und dann auch den Kassen ein bisschen mehr auf die Finger schaut. Man muss ja dann nicht gleich wieder nach einer Einheitskasse brüllen, die dann auch wieder tut, was sie will. Einmal sagt, zeigt mal eure Werbeausgaben, zeigt mal euren Verwaltungsaufwand. Aber das interessiert den Staat nicht. Er macht lieber weiter mit Status S, am liebsten noch mit großem Familiennachzug und Totalsanierung der Schälfingernägel und der Zähne und vielleicht noch ein Bleaching der Zähne und noch eines anderen Körperteils. Das kann man ja offenbar mittlerweile. Ich weiß zwar nicht, was das sexuell bringt, aber wem es gefällt. Ich verstehe es nicht, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe dieses Pseudo-Gutmenschentum nicht mal mehr im Ansatz, weil es gibt Leute, die können sich die Kassenprämien leisten, auch eine Halbprivat- oder Privatversicherung, kein Thema, Gott sei Dank ist das auch noch so. Aber es gibt wirklich nicht wenige Menschen, für die das wirklich schwierig ist und die auch noch, und das gibt es viele in der Schweiz, einen Reststolz haben und sagen, ich mache nicht beim Staat, den ich sowieso immer kritisiere, auch noch die hohle Hand. Das ein paar Gedanken, zwei Themen heute. Der eine Gedanke spielt ein bisschen da rein. Österreich-Wahlen. Die FPÖ erzielt einen historischen Wahlsieg. 29,2%, das ist vergleichbar mit den AfD-Resultaten in den letzten drei Bundeslandtagswahlen, alle um die 30 herum. Nur, die anderen waren noch ein bisschen stärker. ÖVP Nehammer 26,2 und die SP von, ich weiß nicht mal mehr, wie der heißt, der sollte ja eigentlich zurücktreten, mit 21% sind die, die SPÖ heißt die natürlich, Entschuldigung, nicht die SP, das wäre die Schweiz, die SPD wäre ja Deutschland, also die SPÖ 21%, Grüne 8,3%, NEOS könnten irgendwie noch nicht ganz alles klar ausgezählt, zwischen 8 und 9% kommen. Und da schreibt man auch wieder, diese in weiten Teilen rechtsextreme Partei, fremdenfeindliche Agenda, aus Altnazis entstanden. Ja, guckt mal, wer da so bei der CDU, CSU in strammen Burschenschaften mitgespaziert ist in Deutschland.
Ist aber alles okay, die werden nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, was ist denn da, was ist jetzt bei der FPÖ? Ich glaube, für viele, die über den eigenen Körper bestimmen wollten, waren froh, dass es die FPÖ und Herbert Kickl gab, auch in den C19-Zeiten. Ich hatte den Eindruck, die einzige Partei, die auch da gegen den Strom schwimmt und wie berechtigt, im Nachhinein erst recht. Was ist daran fremdenfeindlich? Was ist daran rechtsextrem, wenn man eben sagt, ja, wir gucken jetzt mal für unsere eigenen Bürger, wir haben genug andere und wir haben genug andere aufgenommen und sind immer noch bereit, wenn die legitim ins Land kommen. Aber dieses Fluten von der Alpenrepublik Österreich, da machen wir einfach die Schotten dicht. Was ist dann daran rechtsextrem? Im Gegenteil, ich glaube, bevor der soziale Frieden total implodiert, verhindert eben eine begrenzte qualifizierte Zuwanderung eben Rechtsextremismus erst recht, weil wenn dann alles zusammenbricht, dann hat man eben die Sündenböcke, die eigentlich ja gar nicht besonders viel dafür können, außer dass sie von diesem Migrationsmagnetismus angezogen hierher gekommen sind in ein vermeintliches Schlaraffenland, wo Milch und Honig fließt. Wer kann das diesen Menschen letzten Endes verübeln? Es sind diejenigen, die Täter, die das eben möglich machen. Vulgo, die meisten Politiker genannt. Oder ist es rechtsextrem, wenn man die Zionisten schimpft und wenn man die israelische Regierung als das bezeichnet, was sie eben ist, also größere Teile davon, professionelle Schlechter, die jetzt ein neues Territorium gefunden haben, weil das andere ja bald komplett zerbombt ist, aber immerhin gegen Polio geimpft, das muss man sagen. Es soll niemand kommen und sagen, die Israelis hätten keine Waffenstillstände zugelassen. Nein, 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 nein. Also für die Polio-Impfung dann schon. Wir haben ja mehrfach berichtet. Ich verstehe es nicht, aber es ist ein klares Zeichen auch für die österreichischen Freunde. 78% Wahlbeteiligung, das ist wirklich unglaublich. Und Nehammer, der will ja in eine Koalition treten mit der FPÖ, aber nicht mit Kickl. Also das ist ja, wie nennt man das, Kindergarten oder Rätspätsch, aber mein Bruder ich macht Judo, ja, meine hat größere Gurt oder schwärzere Gurt, ja, mein Papa ist Polizist, aber mit dem nicht. Also, aber dabei gibt es ja schon solche Verbindungen, zum Beispiel in Niederösterreich und in Salzburg gibt es Koalitionen aus ÖVP und FPÖ. Was eigentlich hat dort Herbert Kickl eine Einreisesperre? Nun, es wird spannend, wie das wieder passiert. Das politische Überleben von Kanzler Nehammer ist nicht sicher, weil so ein großer Rückstand oder so ein großer Erfolg der FPÖ war nicht erwartet worden und der Chef der SPÖ. PÖ, der soll zurücktreten, so die allgemeinen Meinungen, wie das so schön heißt in der österreichischen Presselandschaft. Ich habe von dem ehrlich gesagt noch nie etwas gehört, darum offenbar entzieht es sich auch meiner Kenntnis, wie er heißt. Ich finde es hier auch nicht in diesem Artikel. Babler heißt er. Also er babbelt Babler. Man könnte sich das eigentlich einfach merken. Nun, mal schauen, was da rauskommt. Auf jeden Fall ein weiterer Fingerzeig, von was und wem die Leute genug haben, größtenteils zumindest. Er hat auch Gratulationen bekommen von allem, was nicht linksaußen Rang und Namen hat, aus Frankreich, Badella, aus Holland, Wilders, aus Italien, die üblichen Verdächtigen. Nun, noch ein Sprung über den Teich, aber nur über den kleinen, nach England. Und da gibt es Ungeheuerliches. Also Boris Johnson plant tatsächlich eine Rückkehr auf die politische Bühne. Er hat eben seine Memoiren veröffentlicht. Unleashed, ungehemmt heißt das. Und dort liest man, Daily Mail hat da einiges schon vorveröffentlicht.
Der frühe britische Premierminister Boris Johnson, der vor 2 Jahren wegen allzu vieler Skandale abtreten musste, weiß sich doch immer neu in Erinnerung zu bringen. In seinem in Kürze erscheinenden Memoiren operiert er erneut mit Knalleffekten unwiderstehlicher Art. Gemäß Vorab-Auszügen seines Buches, die die Londoner Daily Mail am Wochenende publizierte, will Johnson als Premier, britischer Premier, eine britische Invasion der Niederlande erwogen haben. Ziel der Aktion wäre ein Warenlager in der Stadt Leiden gewesen, in dem, aufgehorcht, 2021 AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid gehortet wurde. Um diese Bestände gab es damals heftigen Streit. Das würde heute auch nicht mehr passieren. Johnsons Regierung nämlich betrachtete den Impfstoff als britisch, aber die EU verweigerte die Auslieferung über den Kanal. Klar, die waren ja ausgetreten. Brexit. Die wollten uns daran hindern, an die 5 Millionen Dosen zu kommen, während sie in keiner Weise zu erkennen gaben, dass sie diese AstraZeneca-Dosen selbst nutzen wollten, schreibt Johnson in seinen Memoiren. Der hat boshaft und gehässig von der EU behandelt, habe er die britische Militärführung, also das steht in seinen Memoiren, beauftragt herauszufinden, ob es technisch möglich wäre, einen Überfall auf dem Seeweg auf ein Warenlager in Leiden in den Niederlanden durchzuführen und sich zu holen, was rechtlich aus seiner Sicht uns gehörte und was das Vereinigte Königreich damals verzweifelt benötigte. Ja, natürlich, also unbedingt den AstraZeneca-Impfstoff. Ich staune, dass das Land nicht versunken ist in den Fluten. Der Vizechef des Verteidigungsstabs, Generalleutnant Doug Chalmer, habe ihm daraufhin bestätigt, dass eine solche Operation durchaus möglich sei, wenn man mit Schlauchbooten in die holländischen Kanäle vorstoße, berichtet Johnson weiter. Man würde sich am Zielort sammeln, ins Lager vordringen, die als Geiseln gehaltenen Güter herausholen, sie in einem geeigneten Lastwagen abtransportieren und sich auf dem Weg zu den Kanalhäfen machen, beschrieb der Ex-Premier den Plan seiner Militärs. Freilich sei er, räumt Johnson ein, vom Generalleutnant Chalmers gewarnt worden, dass es schwierig werden könnte. Die Mission unentdeckt. Nein, wie blöd sind denn die Niederländer? Also ich meine, die können ja ein bisschen Käse machen und Holzzockele und ab und zu auch Fußball spielen, aber die sind ja völlig blöd. Also die hätten das nie entdeckt. Lastwagen und Schlauchboot, nein. Und dass London dann wohl erklären müsste, warum es einen langjährigen NATO-Verbündeten überfallen habe. Also, meine Damen und Herren, wir reden vor 3 Jahren, oder? Also, wenn ich das richtig verstehe, das wäre ja ein NATO-Bündnisfall gewesen, wenn ein NATO-Mitglied überfallen wird, erst recht von einem anderen NATO-Mitglied, dann muss doch der Rest der NATO den Bündnisfall spielen und den in diesem Fall den Niederländern zu Hilfe eilen. Da wusste Johnson natürlich, dass er recht hatte, also der Militär. Im Stillen habe er übereingestimmt mit seinen Beratern. Ich wollte es nur nicht laut sagen, dass das Ganze völlig verrückt war. Ja. So beschreibt Johnson weiter in diesem Zusammenhang, dass er selbst schwer an Covid erkrankt, wohl abgekratzt wörtlich wäre, wenn sich nicht 2 für ihn abgestellte Krankenpfleger rührend um ihn gekümmert hätten. Bestimmt haben die nachher auch viel mehr Lohn bekommen als Krankenpfleger. Im Übrigen ist er sich keineswegs mehr sicher, ob es richtig war, der Pandemie mit derart mittelalterlichen Methoden wie den rabiaten Lockdowns zu Leibe zu rücken. Und an seiner Vorgängerin Theresa May faszinierten ihn all die Jahre vor allem deren lange und spitze schwarzen Nasenlöcher. Der heutige Labour-Premier Keir Starmer, damals noch Oppositionsführer, kam ihm bei Unterhausdebatten vor wie ein Stier, dem unerwartet ein Thermometer in den Hintern geschoben worden ist. Also das wird ja lustig, wenn er dann wieder auf die politische Bühne zurücktritt. Aber man muss sich mal vorstellen, was da in den Köpfen von Politikern, also
Ein Warenlager in den Niederlanden überfallen für AstraZeneca-Impfstoff als, ja gut, Wasser dazwischen, aber als Nachbarstaat in Europa. Es ist eigentlich wirklich ungeheuerlich. Wobei eben, ich meine, es gibt ja dort diesen Gerichtshof, der meiner Meinung nach so flüssig ist wie Wasser, nämlich überflüssig, Den Haag. Ja, man sieht ja, was da ja rauskommt mit all diesen Verurteilungen. Nix, nix, gar nix. Aber es gibt ein bisschen Pressewirbel. Auch wir berichten dann darüber. Oh, die sind jetzt internationaler Haftbefehl und für Putin und Netanyahu und meine Frega. Niemand kümmert sich darum. Aber in Amerika gibt es auch ein Gesetz, wenn da jetzt ein amerikanischer Staatsbürger vor dieses Gericht geschleppt wird, dann können die Amerikaner die Niederlande invadieren und diesen Bürger, wie einst die Israelis in Entebbe, Idi Amin Dada, herausholen. Also, wer denkt, dass da alles Freude, Friede, Eierkuchen ist, dann Pustekuchen. Und da frage ich mich eben, ja, was, und damit schließt sich der Kreis und das Video, was sind denn noch Nationalstaaten überhaupt noch wert? Vielleicht, dass man eine Fanmeile hat an der nächsten Fußball-WM oder EM der Frauen in der Schweiz. Vielleicht, also letzten Endes sind wir ja wieder bei Brot und Spiele. Ja, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Denkt daran, wir haben 30 Tage, also heute und morgen, für die Derniere in Allschwil im Jägerstöble, tolle Bühne. Es harzt, als harzt. Am 31. Oktober gibt es noch Early-Bird-Tickets, aber ihr müsst jetzt schon langsam ein bisschen pressieren. Ansonsten einen wunderschönen Dienstag. Heute geht es wieder zurück ins Studio, also ins richtige Studio. Und ich wünsche euch schönes Herbstwetter. Bleibt uns gewogen. Mein Name ist Marco Caymmi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos, adolos, man sieht sich.